Das Casino Bregenz eröffnete am vergangenen Wochenende die Türen für geladene Gäste. Grund dafür war die Eröffnung der neuen Experience Zone. Die Experience Zone ist das Casino-Erlebnis der nächsten Generation in lockerer und lässiger Club-Atmosphäre. Neben Baden bei Wien ist Bregenz erst das zweite Casino in Österreich mit dieser neuen Art des Spiels. Drei Spiele werden an den neuen Terminals angeboten. Im Mittelpunkt steht ganz klar der Spaßfaktor. Ja, gute Frage. Die Experience Zone ist, wie es der Name sagt, das soll ein Erlebnis sein. Es ist im Prinzip ein hybrides Spielprodukt. Der Gast spielt an diesen Terminals und wird entertained von Croupiers, von unseren Mitarbeitern, von den quasi Experience Zone DJs, wenn man so will. Ja, und es soll in erster Linie Unterhaltung sein für kleines Geld, für Gruppen. Man kann die Experience Zone auch mieten für eine Firmenfeier, für eine Weihnachtsfeier, für einen Geburtstag. Mit Snacks, mit Drinks und einfach den Abend genießen. In lockerer, unterhaltsamer Atmosphäre. Das Casino Baden hat die erste Generation dieser Experience Zone und wir im Bregenz haben wirklich das State-of-the-Art-Produkt. Es gibt nichts Neueres, nichts Moderneres. Man sieht schon an der Video-Wall, das ist wirklich das Modernste, was es gibt. Die Motivation, wir wollen natürlich auch immer wieder mal eine neue Zielgruppe, ein neues Publikum ansprechen. Wie gesagt, es geht hier nicht um hohe Einsätze, es steht der Unterhaltungswert im Vordergrund. Das können wir mit diesem Produkt ideal abbilden. Also geöffnet haben wir es am Freitag und Samstagabend im Live-Betrieb, so wie wir es jetzt sehen, also mit Mitarbeitern von uns. Die Terminals sind grundsätzlich die ganze Woche während der gesamten Öffnungszeit bespielbar. Wir haben da Live-Anbindungen an zwei Roulette-Tische bei uns im Haus und auch an einen Roulette-Tisch im Casino Wien als Backup quasi. Und wir erwarten uns natürlich, ja, dass wir das Haus noch mehr beleben, wie es schon ist. Und wie gesagt, dass wir auch neue Zielgruppen ansprechen. Bei einem Casino-Besuch sind die Croupiers natürlich nicht ganz wegzudenken. Die Aufgaben für die Croupiers in der Experience Zone sind jedoch ein wenig andere. Sie moderieren die Spiele bei Partymusik und sorgen für gute Stimmung. Ernst Weingartsthofner hat bereits Erfahrung damit im Casino in Baden gesammelt und gibt dieses Know-how nun an die Bregenzer Kollegen und Kolleginnen weiter. Ja, ich komme direkt aus Baden, bin direkt hierher gereist. Wir haben die Experience schon ein bisschen länger hier und machen jetzt mit den Bregenzern gemeinsam hier ganz was Neues im Casino Bregenz. Experience Zone. Spielen mit Fun Factor. Also es geht alles um Musik. Ihr könnt euch die Musik selber wählen, so Musik wünschen. Wir spielen hier Blackjack, Roulette und hier auch Punto Banco. Ein ganz tolles Erlebnis. Man sitzt ganz gemütlich an einem Terminal, kann mit seinen Freunden hier zusammen quatschen und live am Bildschirm alles mitverfolgen und das Ganze zu cooler Musik. Spaß, Unterhaltung und Spannung war auch bei den geladenen Gästen zu spüren. Und die Sieger durften sich darüber hinaus noch über Sachpreise freuen. Es war richtig cool. Ich habe das erste Mal Blackjack gespielt. Ich habe davor wirklich eigentlich nicht wirklich eine Ahnung gehabt, was ich mache. Aber mit der Klärung und mit der Runde ist es dann voll gegangen. Ja, ich habe den ersten Preis gewonnen. Am Anfang habe ich nicht genau gewusst, was ich mache, aber ich glaube, das Glück war auf meiner Seite. Blackjack, Roulette und Punto Banco kann man ab sofort also in Kombination mit einer LED-Wall, Automatenspiel, Entertainment und Musik erleben. Jeden Freitag und Samstag im Casino in Bregenz.